Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Elder Scrolls Arena. Ja, das ist jetzt das erste Mal, wo ich das Spiel spiele. Leider, was die Mods angeht, habe ich es nicht hingekriegt, dass es irgendwie besser aussieht. Ich habe gerade auch hier Schwierigkeiten, das überhaupt zu lesen. Wenn ihr das lesen könnt oder so, könnt ihr gerne auf Pause setzen. Wenn ihr das irgendwie hinkriegt. Vor allem auch durch die ganzen Reviews und so weiter. Das Spiel ist sehr, sehr schlecht gealtert, muss man sagen. Bedauerlicherweise. Kann ich auch sehr, sehr schlecht was jetzt dran ändern. Aber ich habe mein Bestes getan, um es irgendwie angenehm wie möglich zu machen. Leider ist die Textausgabe immer noch auf Englisch. Ja, aber wir werden es versuchen. Ich bin aber auch sehr, sehr aufgeregt. Vor allem, ich bin großer Elder Scrolls-Fan. So seit Morrowind habe ich jedes gespielt. Skyrim habe ich bedauerlicherweise als einziges aber nur durchgespielt gehabt. Daggerfall, Arena und hier Battlespire, genauso wie Redguard, habe ich bisher noch nie angefasst. Aber das wollen wir jetzt mit diesem Let's Play, mit dieser Let's Play-Reihe, das ab heute ja beginnt, ab dem 11.11., ändern. Also beginnen wir ein neues Spiel. Uriel Septim der Vierte, Emperor of Tamriel, Stance of Time. Egal, ihr macht Pause, wenn ihr das lesen wollt. Für mich ist das ein bisschen schwierig. How do you wish to select your class? Generate, select. Und wir machen select. Choose Thai Class, glaube ich, heißt das. Okay, Mausrad funktioniert nicht. Wie machen wir das? Hier? Ja. An sich, ich würde normalerweise immer den Dieb spielen. Dieb ist irgendwie meine Lieblingsklasse, genauso wie Assassin hier. Aber ich habe durch die Reviews auch gelesen gehabt. Boah, das dröhnt ja richtig in den Ohren, die Musik. Muss ein bisschen leiser machen. Und einiges leiser sogar tatsächlich. Durch die Reviews hieß es, dass gegen Ende des Spiels der Dieb nicht mehr spielbar sein soll. Keine Ahnung, was genau das bedeutet, so, ob das Spiel irgendwie abstürzt oder so. Deswegen nehmen wir dann halt den Warrior, den Krieger. What will be thy name, Warrior? Was heißt denn dieses Thai? Wie man es auch spricht. Ja, sagen wir mal, wir heißen Max Deos. Unser Kriegername, Enter. Who's Zeitrender? Male or female? Wir sind natürlich männlich. So, from where dost you hail, Max Deos, the Warrior? Von wo kommen wir? Imperial kann also das Kaiserreich können wir leider nicht wählen, wie ich gerade merke.
Sau. Naja, man muss auch bedenken, ist von 1994 das Spiel. Dann suchen wir mal, sagen wir, wir kommen von Skyrim. Who has chosen Skyrim, Land of the Nords? Wouldst du accept this as thy home? Boah, hat mir so komisch vor, das so zu lesen. Dann sagen wir sind Nord, wir kommen aus Skyrim, wir sind Wikinger. And who would be known as the warrior Maxdeus, who wouldst call Skyrim, Land of the Nords, his home? No, je oder jo, hä, was soll das heißen? Ich denke, je oder so weiter. Know ye this also, thy race as strong as the northern winds, which sweep through icy glaciers. Digga, wie schwer ist das zu lesen hier? Hätten die nicht eine normale Schrift machen können? Ja, ich kann das nicht. Ich glaube, das heißt Klein. Abte Klein, ertragend, thy Volk vor, life's cruel and bitter hands. Thy body and mind must be strong and hardy, if thou art to succeed as a warrior. Go ye now in peace. Let thy fate be written in the Elder Scrolls. Distribute side points as needed, keeping in mind the recommendations for thy chosen class. Das sind also wir, okay. Bonus Points haben wir 12. Wir haben hier, ich glaube, das ist Stärke, Intelligenz. Das hier weiß ich nicht. Das musste Ausdauer, Geschwindigkeit. Das war Endurance nochmal. So ähnlich wie bei Fallout, die Special-Attribute. Sagen wir hier, machen wir mal auf 60. Agility machen wir auch mal 2 mehr. Zwei mehr, also Glück. Hier machen wir einen mehr. Ach komm, Speed machen wir auch einen mehr. Oder ne, den haben wir am schlechtesten, dann machen wir hier nochmal einen Punkt, den letzten. Jetzt 30 von 30. Was das hier ist, keine Ahnung. So gut bin ich in Englisch auch nicht. Maximale Kilos, 120 Kilo können wir tragen, okay. To defend, also so viel Verteidigung. Healer Mod, plus 2. Damage 2. Spell Points, 0 von 0. Magic, minus 2. Two-Hit oder Bow-Hit oder, hä? Ich kann das nicht lesen. Ich weiß nicht, was das heißen soll. 11 plus 2, Charisma plus 1, das ist geil. So, Experience 0 und Level 1 sind wir. Aber wir sind fertig, oder können wir hier Charakter noch ein bisschen. Nur no, können wir hier gar nichts machen. Which dust to choose? Save stats, reroasted, save stats. Who will now choose thy appearance, thy. Digga! Boah, das ist so schwer zu lesen, wirklich. Das ist so eine Herausforderung. Thy mien canst be altered by clicking thy face. When thou art finished, select done to enter the world of Tamriel, home of the arena. Okay. Ah! Ich würde sagen, den nehmen wir. Sonst kann ich hier nichts machen. Dann. Do not fear for the dying.
Rhea Kilnane. Listen to me. There are no others left to carry on this fight. You have been left in this cell to die. Tegrathan, Imperial Battle, Mage of Tamriel, has taken on the guise of the true Emperor. He does not see you as a threat, being only a minor part of the Imperial Court. In that act of arrogance, he has made his first mistake. Look to the north wall of the cell. You will find a ruby key which will unlock the door. Take it and make your escape. The passages here were once used by Tharn to hide treasures he had stolen from the Emperor's coffer. If you wish, you can gather enough to support yourself away from the Imperial seat. Be careful. There are many creatures which inhabit the sewers now. Vile rats and goblins. It is too late for me, for I am already dead. Only my powers as a sorceress keep me between this life and the next. That power, however, is waning. Do not succumb to greed, or you may find these tunnels to be your final resting place as well. I can still work my magic to a certain extent. If you travel west from this cell, then south, you will find a ship's gate. It will transport you far enough from the center of the Empire that you should be safe. If you survive these sewers, you will see me again. Remember, Tharn has taken on the guise of the Emperor. No one will gainsay his word for yours. I will come to you again in your dreams, so it is imperative that you rest from time to time. In that way, I will be able to communicate with you and lend my aid. You are entering a dangerous arena, my friend, one in which the players are beings beyond your mortal comprehension. I do not envy your role. There is, however, a power within you as yet untapped. Look for me when you have gained experience in the world. You are my last and best hope. Ja, das war jetzt das You are in Imperial Dungeons. Es ist 12, also es ist 12.12 Uhr am Mittag, also the date is Tirdas, first of Hearthfire in the year dritte Ära 389. You are currently carrying 6 kg out of 120 kg. You are healthy. Okay. Ah. Okay, wie laufe ich jetzt? Ach. Ich kann mit WASD nicht laufen. Ich muss schon die Pfeiltasten hier benutzen. Okay, das wird interessant. Warte mal, ich muss hier dann ein bisschen was umstellen. Einen Moment. So, das wird kompliziert hier für mich. Dann muss ich halt so machen. You awaken to the drip of water from somewhere above. The cell walls are covered in slime. As are the chains which hang from above. Your eye, however, immediately goes to the strange ruby glint from the corner of your cell. Okay. Is it this? Wir haben irgendwas machen. Boah. Steuerung ist aber auch sehr hakelig. This lock has nothing to fear from you. Okay, kann ich. Ah? Was haben wir hier? Ah, das ist die Map. Okay. Exit. Was haben wir hier? This? Your lockbook is empty. Ah, okay. Ist this? Keine Ahnung. Select target for delivering was? Camp option, camp for a while. Okay. Gehen wir zurück. Ist das? You are in Imperial Dungeon. Also, okay. Zurück. Continue.
You have found a rubber key. Bag of 74 Gold Pieces, okay. Talk, Night Shield. So, haben wir hier Inventar? Wo ist Inventar? Ist das hier Inventar? Inventar? Habe ich hier irgendwo Inventar? Ja, das kennen wir. Haben wir kein Inventar hier? So, Map nochmal. Verstehe die Map nicht. Boah, nein. Wieder. Boah, aua. Digga. Ich will draufhauen. With you died our last hope for justice. Tharn is now free to do as he will. It saddens me to see the beautiful land of Tamriel rotting from within. Goodbye. I wish you peace in the afterworld. Ja. Alles klar. Wir laden das Spiel nochmal. Müssen wir ein komplett neues Spiel starten? Ah, verdammt. Ja, den ganzen Mist kennen wir. Ja, select. Wir nehmen wieder den Krieger. Mars. Eos. Enter. Mail. Ja, wir kommen von Skyrim. Yes. Hier hatten wir zwei gemacht. Intelligent hatten wir auch zwei gemacht, glaube ich. Hier hatten wir zwei gemacht. Hier hatten wir zwei gemacht. Nein. Wir hatten hier zwei. Oder drei. Hier machen wir ein. Hier machen wir nochmal ein. Und hier machen wir das nochmal ein. Dann. Game Stats. Do not fear. So, das überspringen wir mal. So. Und vorher. Save Game. Was passiert da? Max. D. Boost. Und das ist alles. Weg. So, dann haben wir hier schon mal den Schlüssel. So. Ja, haben wir jetzt geöffnet. So. Jetzt will ich aber wissen, wo ist Select Target to your Offering? Okay. Nee, das wollen wir nicht. Ich will jetzt wissen, wo mein Inventar ist. Next Page. Ah, ja, und? Ah!
Okay. Wie kämpfe ich? Wie schlage ich zu? Okay, das kennen wir. Ich würde sagen, wir gehen dieses Mal da lang. Wie kämpfe ich? Hallo? Wie kämpfe ich? Hallo? Warte mal. Drop to lose. Yes. Hä?